Auch die amerikanische Armeeführung wusste frühzeitig von den Gefahren der Uranmunition. Das beweist dieses Trainingsvideo, das die Soldaten vor dem Einatmen von Uranstaub warnt. Es entstand nach einem Handbuch, das es schon vor dem Golfkrieg 91 gab, das aber nicht verteilt wurde. Die Soldaten könnten gefährlichen Uranstaub inhalieren, heißt es in dem Video, wenn sie keine Schutzkleidung tragen. Besonders wichtig seien Atemmasken. And the dust is not washed off before eating, drinking or using the latrine. Findet ein Soldat lose Munitionsreste, so soll er sie nur sichern und die Bergung einem Spezialteam überlassen. Die Gefahren sind den Militärs seit über einem Jahrzehnt bekannt. Aber auf die Uranwaffen will man wegen des enormen militärischen Vorteils nicht verzichten. Deshalb versucht das US-Militär, Kritiker mundtot zu machen.